The author of the following words is long dead, so he can't tell you himself. But this is the closest you're going to get to hearing it straight from the horse's mouth. I have to apologize for my accent, because it's not going to be pretty. I'll try to translate as I go on, but hear me out. First. Man kann sich aber eine Religion nach arischer Auffassung nicht vorstellen, der die Überzeugung des Fortlebens nach dem Tode in irgendeiner Form mangelt. So what he's basically saying here is that you just cannot imagine an Aryan religion that is missing a belief in the afterlife. That's pretty much what he's saying. Next. Die beste Kennzeichnung jedoch gibt das Produkt dieser religiösen Erziehung, der Jude selber. Sein Leben ist nur von dieser Welt und sein Geist ist dem wahren Christentum innerlich so fremd, wie sein Wesen es 2000 Jahre vorher dem großen Gründer der neuen Lehre selber war. What he's saying there is that the best example of this is this religious upbringing is the Jew himself, as you know, Hitler always liked to talk about the Jew. Anyway, he uses this as an example to show how his spirit or his life is only of this world, and his spirit is as alien to the truth of Christianity today as it was 2,000 years ago to the original founder of that new philosophy. That's more or less what he's saying. Another one, just as fantastic. Planmäßig schänden diese schwarzen Völkerparasiten unsere unerfahrenen, jungen, blonden Mädchen und zerstören dadurch etwas, was auf dieser Welt nicht mehr ersetzt werden kann. Beide, jawohl, beide christliche Konfessionen sehen dieser Entweihung und Zerstörung eines durch Gottes Gnade der Erden entgebenen edlen und einzigartigen Lebewesens gleichgültig zu. Für die Zukunft der Erde liegt aber die Bedeutung nicht darin, ob die Protestanten die Katholiken oder die Katholiken die Protestanten besiegen, sondern darin, ob der arische Mensch ihr erhalten bleibt oder ausstirbt. Dennoch kämpfen die beiden Konfessionen heute nicht etwa gegen den Vernichter dieser Menschen, sondern suchen sich selbst gegenseitig zu vernichten. But now, gerade der völkisch Eingestellte hätte die heiligste Verpflichtung, jeder in seiner eigenen Konfession dafür zu sorgen, dass man nicht nur immer äußerlich von Gottes Willen redet, sondern auch tatsächlich Gottes Willen erfülle und Gottes Werk nicht schänden lasse. So he's basically harping on about the Catholics fighting the Protestants and trying to destroy each other mutually and all that sort of crap, right? And then he goes, it's not on for people to just pay lip service to holy duties, but that they shouldn't just be talking about the will of God, but that they should be actively pursuing to fulfill the will of God, and that they shouldn't, you know, soil God's actions. Denn Gottes Wille gab den Menschen einst ihre Gestalt, ihr Wesen und ihre Fähigkeiten. Wer sein Werk zerstört, sagt damit der Schöpfung des Herrn, dem göttlichen Wollen, dem Kampf an. So basically, who is destroying God's will is entering into a fight with God. Darum sei jeder tätig, und zwar jeder gefälligst in seiner Konfession,
und jeder empfinde es als seine erste und heiligste Pflicht, Stellung gegen zu dem zu nehmen, der in seinem Wirken durch Reden oder Handeln aus der Rahmen seiner eigenen Glaubensgemeinschaft heraustritt und in die anderen hineinzustänkern versucht. So he's basically saying that each should keep to their own, that Catholics should stay Catholics, Protestants should stay Protestants, and that they should take a stand against those who are trying to infiltrate the other group. This guy is so fucking paranoid. Anyway. Denn das Bekämpfen von Wesenseitigkeiten einer Konfession innerhalb unserer einmal vorhandenen religiösen Spaltung führt in Deutschland zwangsläufig zu einem Vernichtungskrieg zwischen beiden Konfessionen. Bla bla bla. He's going back to how they're trying to destroy each other. Basically, this guy is steeped in religiosity. And anybody who tries to put forward the idea that Hitler was an atheist is a complete and utter moron. Cheers.